Hey Leute, hallo und herzlich willkommen. Vorab möchte ich mal ein paar kleine Worte an euch richten. Und zwar, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube seht, habt ihr die Möglichkeit unten auf einen der beiden Daumen zu drücken. Entweder den Daumen nach oben, was mich natürlich freut, oder auch den Daumen nach unten, freut mich genauso. Denn das bedeutet, ich kann mich irgendwo verbessern. Wenn ihr den Daumen nach unten drückt, dann schreibt mir bitte auch auf, was ich zu verbessern habe, wo ich mich verbessern kann. Denn das Ganze hier lebt und steht mit eurer Mitarbeit. Also lasst die Tasten glühen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem nun folgenden Video. Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Sky Factory 3, wo ich ein klein wenig weiter und umgebaut habe, wie man vielleicht sieht. Hier oben, das habe ich eigentlich gedacht, dass dort Squid, also Tintenfische, spawnen. Dass man hier ein bisschen Inksacks bekommt, mit denen ich dann hier dieses dunkle Quarzglas bauen kann. A, es ist explosionssicher, das heißt Creeper-sicher. Und B kann ich dann sehen, was für Monster in meiner Monsterfalle sind. So, und ich habe mir gedacht, wir gehen jetzt her und bauen uns mal eine neue Monsterfalle, wo ich jetzt als allererstes Stein brauche. Wir nehmen uns mal 8 Stack mit. Monster haben wir ja gesagt, kommen nach hier hinten. So, ich habe zwischendurch übrigens auch noch ein bisschen Holz gemacht. Ich habe noch ein paar Erde angesetzt. Moment. So wollte ich das haben. So, und ich brauche ganz, 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 ganz dringend endlich mal Enderperlen. Da kommt das dunkle Quarzglas hin. Damit ich sehe, A, ob hier Monster spawnen und ja, wenn ja, welche. So, ich habe mir ein paar Golden Spikes gemacht. Die sind eigentlich ganz einfach. Ein Goldblock, drei Goldschwerter und drei Goldbarren. Und damit kann man die Monster töten lassen. Einziger Schönheitsfehler daran, die Monster lassen im Moment zumindest noch keine XP fallen. So. 2. Gut. Drei hoch. Warte mal. So, da habe ich meine Diamond-Wand. Ups. 3. Na toll, und ausgerechnet jetzt habe ich einen Frosch im Hals. So, am Anfang wird die Monsterfalle darauf angewiesen sein, dass die Monster von selbst unten in den Tötungsbereich fallen. Das dürfte groß genug sein. Das dürfte groß genug sein. Warte. Ach. Nein, das wollte ich nicht. So. Denn später, wenn ich genug Material zusammen habe, werden hier auch Fans laufen, das heißt Ventilatoren, die mir dann die Monster hier in der Mitte nach vorne drücken in die Tötungskammer rein. So ist zumindest der Plan. So, dann machen wir uns hier eine schöne Plattform. Zielen ist heute auch nicht so einfach bei mir. Ich hab's heute nicht so. Mit dem Chillen.
Und vor allen Dingen mit den Ventilatoren hat man eben den riesengroßen Vorteil, man kann auch Endermänner spawnen lassen. Wo sind wir? Zu Hause. Ja. Gut, wie weit bin ich hier rüber gegangen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach komm, machen wir 8. Machen wir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Können wir hier eine Wand ziehen? Wow! Wow, warum bin ich eben geportet worden? Alter! So, links und rechts jeweils zwei Platz lassen. Damit das Ganze sechs breit ist. Oh. Koppel, komm her. Hier. Alright, Baby. Hier gehen wir auch noch mal zwei raus. Damit man hier auch um die Monsterfalle rumlaufen kann. Denn manchmal möchte man auch etwas umbauen. Da ist es ganz gut, wenn die Monsterfalle begehbar ist. Und jetzt habe ich keinen Stein mehr. Blöd. Au. So, ich hoffe, dass relativ wenig Monster spawnen, während ich jetzt Cobblestone am Holen bin. Knallen wir uns mal das Inventar zu. Weil reinschmeißen kann ich immer noch. Denn wir müssen uns ja auch einen Weg nach oben bauen. So, da sind wir zu Hause. Ups. Soll schon einigermaßen gleich aussehen überall. So, jetzt kann man nämlich hier hochlaufen. Alright. So. Ah, das ist immer am Eck. Habe ich irgendwo eine Fackel? Nein. Eins, zwei, drei und zu. Genau. So, und rein theoretisch wäre dann somit unsere Monsterfalle schon einsetzbar. Beziehungsweise nicht nur rein theoretisch, sondern die ist dann einsetzbar. Noch schnell ausleuchten. Denn hier werden 100 Pro auch Monster gerne spawnen wollen. Und später kann man die dann eben erweitern mit allem möglichen Zeug, wie zum Beispiel Vents, damit die Monster in die von den oberen Plattformen, von den Spawn-Plattformen, so sind die eigentlich gedacht, runterfallen in die Beförderungsplattform, von der Beförderungsplattform runter in die Tötungskammer und so weiter und so fort. Ich bin jetzt eigentlich nur noch am Warten drauf, dass wir eine Enderperle bekommen. Denn mit einer Enderperle, ich wollte gerade sagen, ich habe noch Stöcke gemacht. Denn mit einer Enderperle können wir auch recht
easy. Eine, nee, kein Enderman dabei. Recht easy, eine, na komm, wie heißt's? Nein. Jo, so muss das. Au. Recht easy, eine, ja, sozusagen vollautomatische Enderfarm, Monsterfarm bauen. Mit diesen Mob-Fans. So, und rein theoretisch sollte ich hier eigentlich auch Half-Slabs hinsetzen, damit mir hier oben garantiert nichts spawnt. Es wird dunkel. Das heißt, ich müsste mich jetzt beeilen. Nee, muss ich nicht. Oh. Kann man tatsächlich was vergessen? Was sind das für komische Geräusche? Ups. Was sind das für komische Geräusche? Ups, 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 ups. Ach, runtergefallen. Und da hat er Bumm de Matt und ohne Isa. Im Moment ist es halt noch ein bisschen blöd mit dem Loot dann rausholen. Da muss ich jetzt echt warten, bis ich einen Enderman habe. Oder bis hier unten drunter eine Enderperle droppt. Ach, jetzt komm. Später kann man sich auch überlegen, ob man die Monsterfalle ausschalten lassen will. Ganz einfach mit Glowstone Lamps. Redstone Conducts und einem Hebel. Da kann man die wunderbar ein- und ausschalten lassen. Ups. Und einer fliegt weg. Gut. Können wir hier jetzt Fackeln setzen? Und hier müssten dann eigentlich demnächst die ersten Monster auftauchen, wa? Und so wie ein Monster dann kommt, oder besser gesagt ein Enderman kommt und eine Enderperle droppen lässt. Meins. Oder vielleicht lässt ja eins von diesen Monstern Lootback fallen. Und innerhalb des Lootbacks ist eine Enderperle. Ich brauche kein Ender-Ei. Der Einbeinige. So, was haben wir denn? Rotten Flesh, das habe ich schon gesehen. Mist. Nichts Gescheites habe ich dabei. Das ist sehr schade. So, also wie gesagt, hier mein Arbeitsbereich, den habe ich um einiges vergrößert. Wurde einfach ein bisschen Zeit, dass ich ihn vergrößere. Und
was mir jetzt auch noch einfällt, ist, ich habe hier eine Zweierreihe Platz gelassen mit Absicht. So, dann haben wir Schwarzpulver, wir haben Pfeile, wir haben diese Drecksessenz, 5 Knochen. Also sorry, dass ich jetzt Drecksessenz gesagt habe, aber am Anfang ist sie einfach sowas von unnötig, die Essenz. Die 2 Schilder brauche ich erstmal auch nicht. Den Creeper-Kopf werde ich später vielleicht sogar noch brauchen. Ja, und hier sieht man, ich habe halt ein bisschen Laub gesammelt. Wir sind jetzt, bei 5 Stack. Nice. Da müssten wir uns eigentlich auch demnächst dann da drüben unsere Wiese bauen können. Nein, ich will den Creeper-Kopf nicht aufsetzen. Was passiert eigentlich? Greifen einen dann die Creeper nicht mehr an? Das wäre mal eine interessante Frage. Drüben stirbt gerade ein Skelett. Was liegt da drinnen? Ein Lootbag. Wo geht's denn in die Falle? Ach, hier. Ja, das ist eben noch im Moment das Problem. Hier müsste dann normalerweise die Chest rein. Eine Lederkappe, ein paar Pilze und Fleisch. Schade. Echt schade. Und ansonsten sehe ich da ein paar Knochen, Pfeile, Schwarzpulver, Strings. Hallo Creeper, hallo Skelett. Aber hier könnte man sich jetzt hinstellen, wenn man unbedingt mal ein paar XP braucht. Aber ich habe hier irgendwie echt noch sehr wenig Enderman gesehen. Erst sehr wenig Enderman gesehen. Das ist ein bisschen blöder. Später werde ich oben übrigens, deswegen habe ich das Ganze eins höher gemacht. Ich brauche jetzt noch 2 Inksacks. Noch 2 Tintenbeutel. Tintenbeutel. Aber irgendwie spawnen hier keine Tintenfische. Also ich habe mir extra eine Tintenfischfarm überlegt. Das sind 3 Blöcke Wasser übereinander. Da müssten also Tintenfische spawnen. So, Knochen. Du, Pfeile waren auch hier hinten irgendwo, da oben. Dann haben wir jetzt noch die Lederkappe. Wow. Und Fleisch. Fleisch, können Sie mir mal aushelfen? Ja. Hier habe ich übrigens eine halbautomatische Soulsend-Produktion. Ich kann pro einmal durchgehend 27 Soulsend machen. Wo ich wieder dran denken muss. Soulsend 7. Soulsend 7, Soulsend 7, Soulsend 7. Wenn ich weiß, was ich meine, soll die ersten Folgen gucken. So, und jetzt brauche ich noch ein bisschen Holz. Wie gesagt, jetzt machen wir hier mal schnell die Wiese soweit ready, dass wir hier loslegen können.
Die Wiese wird auch ein bisschen größer wie normal. Denn später werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen Botanika hier machen. Aber vor allen Dingen geht es mir darum, ich werde hier dann auch abgetrennte Bereiche aufstellen für Hühner. Denn hier auf in diesem Modpack ist der Chicken Mod dabei. Und den finde ich einfach nur klasse. 1, 2, 3, 4. Ups, da reicht das Holz nicht mehr. Das heißt, ich hole mir jetzt noch ein paar Glowstone. Ein paar Glühsteine. Also den einen oder anderen. Der dann hier zwischen rein gearbeitet wird. Dass mir hier dann später einfach nichts spawnt. So, und hier kann ich die Glowstones nach hier oben packen und kann sie hier draufsetzen. Ich habe meine Axt ein bisschen verschnellert, damit ich hier schneller abbauen kann. So, die Glowstones. Ich sollte noch ein bisschen Holz mitnehmen. So, und zuallererst machen wir das hier fertig. Einmal, zweimal. Gut. Ah, shit, jetzt hätte ich die Glowstone dabei haben müssen. Laufschlampe! Zwei, drei. Oh. Da reicht die Erde dann wohl nicht mehr. Mist. So. Jetzt soll ich. Wow. 10.000er Blendax mit Zauberschlautrieb. Jetzt holen wir uns noch ein paar Glowstone. Leuchten dort aus. Na toll, wie schreibt mir denn jetzt? So, hier kann ich einen hinsetzen. Na, geht doch. Hopp.
Hopp. Und hopp. Gut. Normalerweise müsste ich hier auch noch einsetzen, ne? So. Gut, dann brauche ich jetzt noch ein bisschen Zaun. Die Stufen kommen mal weg. Scheiß 1.10. Ich weiß nicht mehr, wie der Zaun gebaut wird. So. Das dürfte dann erstmal ein paar Minuten reichen. Okay. Ups, 3, 2, 1, 0. Ups. Okay, jetzt sieht man schon ungefähr, wie ich das Ganze geplant habe. Das dürfte eigentlich groß genug sein für Tiere, wa? Dann brauche ich jetzt noch ein Zauntor. Da weiß ich dann jetzt, wie das geht, nämlich so. Gut. Wie viel Erde haben wir? 26, das reicht nicht. Bei weitem nicht. Nee, 27. Okay. Auch das ist okay. So, es fehlt nicht mehr viel. Sehr gut. Ich werde hier jetzt erst Gras aussehen, wenn... Hallo Regen. Wenn alle Erde drin ist. So, ich kann mal hinten bei der Monsterfalle gucken, ob sich da mittlerweile was getan hat. Ob da aus Versehen irgendwo ein Ender... Da ist ein Enderman drin. Da ist irgendwo ein Enderman drin. Da. Sogar zwei. Ich hoffe für euch, ihr habt Enderperlen fallen gelassen. Bisher noch keine. Nein, die haben keine Enderperlen fallen lassen. Alter, das gibt's doch nicht. Also hier ist mittlerweile auch ein Enderman drin.
Autsch. Ja, die machen auch mir Schaden. Verdammt. Verdammt, ich brauche eine Enderperle. Warte mal, wie viel Glowstone habe ich denn? Glowstone hier 140, 4, 860 Glowstone Dust, 162 Glowstone Dust. Ich bin gerade am Überlegen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass man Glowstone auch mit Endstein, dass man Enderperlen auch mit Endstein herstellt. Dazu muss ich aber erstmal nach hier unten. Hier. Gut. So, das ist das Schöne. Hier kann man sich nämlich jetzt wunderbar ein Steinbereich bauen. Wo man dann zum Beispiel Lava produziert. Und mir fällt gerade auf, ich hätte mir vielleicht davor Fackeln machen sollen. Naja, machen wir es so. Und ich sollte mir vielleicht auch mal endlich Leitern hier dran klatschen. Mache ich jetzt. So, hier bei meiner Squid Farm, also bei meiner Tintenfischfarm, kommen keine Tintenfische. Beziehungsweise, was ich auch probieren könnte, ist... Ne, Quatsch. Ich muss mir jetzt erstmal Fackeln machen. Moment. Wie viele... Holzkohle 6. Ach, da haben wir die restlichen Fackeln. Die restlichen Pfeile. Stimmt, wegräumen. Spinnfäden habe ich gerade gesehen. Dich habe ich gerade gesehen. Knochen habe ich gesehen. Die Essenzen. Stöcke. Das Holz kann hier bleiben. Die Zäune können hier bleiben. Du. Ach du Scheiße, ich sehe gerade, wir sind ja schon wieder bei 32 Minuten. Okay, dann würde ich sagen, ja, ich mache mal wieder Schluss. Danke fürs Zuschauen, ihr wisst Bescheid. Unten hat es zwei Buttons, einen Daumen nach oben und einen Daumen nach unten. Wäre schön, wenn ihr einen von beiden anklickt, wenn ihr den Daumen nach unten gebt. Sagt mir bitte auch Bescheid, warum ihr den Daumen nach unten gebt. Und wenn ihr da unten sowieso schon seid, klickt doch bitte auch auf den Abo-Button. Würde mir sehr viel bedeuten. Wir hören und sehen uns auf jeden Fall dann beim nächsten Mal. Bis dahin, bye bye und tschüss. Tell me that you love me.